Hallo zusammen, ich bin Phil vom Games Team, das ist Stefan vom Content Team. Wir haben uns heute Google Cardboard geschnappt. Das ist Googles Alternative zum teuren Oculus Rift Virtual Reality Kram, Dingsbums. Und das kann man sich ganz schnell selbst bauen. Wir wollen euch zeigen, wie das geht und wie wir das machen. Dazu braucht ihr erstmal ein Telefon. Das Einzige, was ihr nicht selber basteln könnt, sondern ihr braucht spezielle Linsen. 25 Euro für zwei Stück kann man machen. Verlinken wir euch alles. Was wir außerdem brauchen, genau, ist Klettband, um das Ding dann zusammenzuhalten. Zwei Magnete, sehr spannend. NFC-Tags. Das sind kleine NFC-Aufkleber, ich kann die euch mal zeigen. Aber das ist optional, wie gesagt, das ist eher so ein Komfortding, aber die sind auch nicht teuer. Ihr braucht Pappe. Genau, nachdem ihr das dann ausgedruckt habt, dieses Template, wo oben auch die nette Beschreibung steht, schneidet ihr das grob aus, sodass ihr die Einzelteile habt. Und die klebt ihr dann auf dieses Cardboard drauf. Ja, wir probieren es mal. Wir probieren es jetzt mal, ja. Ich glaube, das letzte Mal gebastelt habe ich vor vielen Jahrzehnten. Ich habe gestern erst gebastelt. Los geht's! So, fertig. Das ging schnell, oder? Maximal. 20 Sekunden, länger hat es nicht gedauert. Sieht dafür auch sehr ordentlich aus. Ja. Wunderbar, der Trash-Faktor stimmt. Klebe, klebe. Oh. Also, es ist. Ich sehe nicht. Ich kann es eigentlich nicht beschreiben. Ja, das ist schon nicht schlecht. Die Maus verfolgt den Hut. Maus, Hut! Das ist wirklich ziemlich cool. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Hier ist gar keine Maus, das ist gelogen. Ah, da! Das ist aber keine schöne Maus. Das war ja mal okay. Irgendwie, ja. Ja, ihr seht, das sieht alles ziemlich trashig aus. Ich glaube, wenn man den originalen Cardboard-Satz hat, geht das besser. Aber es hat schon Spaß gemacht, oder? Es hat Spaß gemacht und es funktioniert auch. Allerdings muss man sagen, bei meinem Galaxy Nexus, was jetzt auch schon ein bisschen älter ist, ist einfach die Auflösung vom Display zu schlecht. Man sieht nur die einzelnen Pixel auf dem Bildschirm. Bei Christian, der hatte ein, was hast du für ein? Ein HTC One. Ein HTC One, vielen Dank für die Produktwerbung. War das Bildschirm besser aufgelöst und hat auch sehr gut funktioniert. Ja. Das kann man natürlich ein bisschen schicker machen, aber wir haben es jetzt wirklich in 20 Sekunden mal schnell zusammengebaut. Der ist doch sehr knickig. Man sieht das hier, das mit den Falten ist das sehr, sehr schwierig und er ist auch nicht sehr stabil. Vielleicht habt ihr ein bisschen was Besseres zu Hause, aber es geht auch mit diesem. Auf jeden Fall schönes Experiment, oder?